Ich kann sie nicht sehen, sagt Boris, als die mattgrünen Milchglasscheiben auseinandergleiten. Eine Frau mit Kinderwagen kommt heraus und wir können für kurze Zeit in die Halle mit den drei Gepäckbändern hineinsehen. Zwei stehen still, das dritte setzt sich gerade in Bewegung. Und da stehen auch schon viele Passagiere, die auf ihr Gepäck warten. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob das schon der Flug aus Lissabon ist. Sie wird schon kommen, sage ich. Und während sich die Türen wieder schließen, frage ich mich, wer wohl auf die Idee gekommen ist, für die Türen dieses grüne Milchglas zu benutzen. Als wäre die Gepäckabholung vom Band irgendein intimer Vorgang, der mit Diskretion zu behandeln sei. Ich drehe meinen Kopf zu Boris und sehe ihn an. Und obwohl er das merkt, verzieht er keine Miene und starrt weiter abwechselnd auf das grüne Milchglas und sein Telefon, das stumm bleibt. Ich würde gerne Boris' Gesicht sehen, wenn Anna Clara zwischen den sich öffnenden Türen auftaucht. Ob er dann lächelt. Hinter Boris, in einiger Entfernung, sehe ich einen Mann stehen. Er ist schwarz angezogen und sieht ein bisschen aus wie Boris in 35 Jahren. Er steht halb verborgen hinter einer Reklametafel, als wüsste er noch nicht genau, ob er gesehen werden will. Und er hat eine rote Rose in der Hand, die er halbherzig hinter seinem Rücken verbirgt. Der Mann trägt spitze, schwarze Lackschuhe und wippt vom einen Bein auf das andere. Auch seine Haare sind sehr schwarz, unnatürlich schwarz. Aus der Entfernung sehen sie gefärbt aus oder wie ein Toupet. Aber das kann täuschen. Okay.